Ja, meine Lieben, und wie immer habe natürlich Happiness is Homemade drin. Eine kleine Anleitung, um glücklich sein selbst zu tun, zu produzieren, zu machen. Und ich lese wieder ein Teil vor. Es sind also eine Bildersprache, die ich da verwende, damit man daran erinnert wird, das könnt ihr wieder mal tun. Und zwar steht da, was nehme ich mir hervor? Ich nehme hervor Schenken und Empfangen. Eins der wichtigen Tools, übrigens auch eines, das wir ganz früh unseren Kindern lernen, indem wir sagen, du teile oder bitte danke. Das sind die ersten Dinge, die wir beibringen und es geht ja nur über den Prozess des Schenkens und des Empfangens. Das ist eine sehr hohe Frequenz im Übrigen, das ist eine sehr hohe Schwingung. Alles, was hoch schwingt, zieht Positives an und im Übrigen, das steckt auch an, ist gesund. Und was haben wir da noch? Spielen. Spielen ist ganz wichtig, ist im Übrigen auch eine hohe Schwingung. Und da meint man aber nicht das abhängige Spielen, das manipuliert werden in einer monotonen Art, sondern Spielen ist mal einfach den Verstand ausschalten und Freude zu leben im Spiel. Ganz wichtig, gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu praktizieren. Und jetzt gehen wir aber noch einmal rauf zur Sonne. Genau, ganz wichtig, die Sonne habe ich natürlich auch gemalt, weil wir prinzipiell einen Vitamin D3-Mangel haben, vor allem, weil wir wenig im Westen von der Sonne bescheint werden. Also das ist im Süden nur eher so. Aber wir sollten wirklich daran denken, viel Sonne zu tanken, weil ein hoher Vitamin D3-Spiegel fördert alles, Gesundheit, Konzentrationsfähigkeit, Glücklichsein vor allem. Und deshalb so oft wie möglich raus an die Sonne. Ganz wichtig. Und dann gibt es da noch das Gegenstück, der Sternenhimmel. Seht ihr das? Schaut mal in den Sternenhimmel rauf. Ich weiß, es ist in der Stadt nicht so dunkel, dass man sie sieht, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, geht an einen Ort, wo die Lichter nicht so an sind und dann könnt ihr die Sterne sehen. Und ganz wichtig, schaut den Raum dazwischen an. Da ist noch so viel Platz. Fangt an staunen und wundern. Zwei Worte, die euch echt ans Herz legen möchte. Staunen und wundern. Wunderbare Worte, wenn man sie wirklich praktiziert. Staunen und wundern. So, und ich lese euch jetzt natürlich noch die Tipps vor, weil auch in diesem Buch gibt es Tipps für euch. Bleibt dran.